Mache ich gerne. Ich kann das. Ich kann das. Leider nicht. Nee. Aber das ist ja auch nichts, was man für römische Geschichte wissen muss. Was man über römische Geschichte wissen sollte, könnte, müsste, hören wir jetzt wieder. Die Tore wurden geschlossen. Auf die von Wurf geschossen entblößten Mauerzinnen Steine geschafft. Der Oberbefehl an Hasdrubal, den Tochtersohn Massinissas, übertragen, die Sklaven sämtlich für frei erklärt. Das Immigrantenheer unter dem flüchtigen Hasdrubal, das mit Ausnahme der von den Römern besetzten Städte an der Ostseeküste Hadrumetum, Kleinleptis, Thapsus und Achulla und der Stadt Utica, die ganze karthagische Gebiet innehatte und für die Verteidigung eine unschätzbare Stütze bot, ward ersucht, der Gemeinde seinen Beistand in dieser höchsten Not nicht zu versagen. Tag und Nacht ward ohne Unterschied des Alters und des Geschlechts an Maschinen und Waffen gezimmert und gehämmert, um Balken Metall zu erlangen, wurden die öffentlichen Gebäude niedergerissen, um die für die Wurfgeschütze unentbehrlichen Sehnen herzustellen, schoren die Frauen sich das Haar, in unglaublich kurzer Zeit waren die Mauern und die Männer wieder bewehrt. Dass dies alles geschehen konnte, ohne dass die wenige Meilen entfernte Konsul etwas davon erfuhren, ist nicht der am wenigsten wunderbare Zug in dieser wunderbaren, von einem wahrhaft genialen, ja dämonischen Volkshass getragenen Bewegung. Es hatten somit die Konsuln eine keineswegs leichte Aufgabe zu lösen, als sie nun doch sich genötigt sahen, die Belagerung regelrecht zu beginnen. Manius Manilius, der das Landherr befehligte, schlug sein Lager in der Burgmauer gegenüber, während Lucius Censorinus mit der Flotte an dem See sich aufstellte und dort auf der Landzunge die Operationen begann. Die karthagische Armee unter Hasdrubal lagerte an dem anderen Ufer des Sees bei der Festung Neferis, von wo aus sie sich zum Holzfällen für den Maschinenbau ausschickten, römischen Soldaten ihre Arbeit erschwerte und namentlich der tüchtige Reiterführer Himilkon vermehrs den Römern viele Leute tötete. Über diese Vorgänge war der Jahresschluss und damit der Kommandowechsel herangekommen. Ziemlich spät erschien der Konsul Lucius Piso, 148, und übernahm den Oberbefehl des Landheeres sowie Lucius Mancinus, den der Flotte. Indes hatten die Vorgänger wenig geleistet, so geschah nun gar nichts. Statt mit der Belagerung Karthagos oder der Überwindung der Armee Hasdrubals beschäftigt Piso sich damit, die kleinen phönikischen Seestädte anzugreifen und auch dies meist ohne Erfolg. Der Mut der Karthager stieg. Ein numidischer Scheik, Bitash, ging mit 800 Pferden zu ihnen über. Karthagische Gesandte konnten es versuchen, mit den Königen von Numiden und Mauretanien Verbindungen einzuleiten. Vielleicht mehr die inneren Zerwürfnisse. Hasdrubal, der Emigrant, verdächtigte den gleichnamigen Feldherrn, der in der Stadt befehligte, wegen seiner Verwandtschaft mit Massinissa und ließ ihn im Rathause erschlagen. Als die Tätigkeit der Römer verhinderten, eine für Karthago noch günstigere Wendung der Dinge. So griff man in Rom, um den besorglichen Stand der afrikanischen Angelegenheiten Wandel zu schaffen, zu der außerordentlichen Maßregel, dem einzigen Mann, der bis jetzt von den libyschen Feldern Ehre heimgebracht hatte und den sein Name selbst für diesen Krieg empfahl, dem Scipio, statt der Ädilität, um die er sich eben bewarb, mit Beseitigung der entgegenstehenden Gesetze von der Zeit das Konsulat und durch besonderen Beschluss die Führung des afrikanischen Krieges zu übertragen. Die Karthager gaben die Außenstadt und das Lager von den Toren auf und übertrugen den Oberbefehl auf die über 30.000 Mann sich belaufende städtische Besatzung an Hasdrubal. Der neue Kommandant bewies seine Energie zuvörderst, dadurch, dass er sämtliche römischen Gefangenen auf die Mauerzinnen bringen und sie vor den Augen des Belagerungsheers nach grausamen Martern in die Tiefe stürzen ließ. Und als hierüber Stimmen des Tadels sich erhoben, wurde auch gegen die Bürger die Schreckensherrschaft eingeführt. Scipio inzwischen suchte, nachdem er die Stadt auf sich selber beschränkt hatte, ihr den Verkehr nach außen hin völlig abzuschneiden. Um die Blockade vollständig zu sichern, ließ Scipio das Lager bei Neferis, das jetzt Diogenes befehligte, von Gaius Laelius angreifen. Durch eine glückliche Kriegslist
Wardes erobert und die ganze dort versammelte zahllose Menschenmasse getötet oder gefangen. Darüber war der Winter herangekommen und Scipio stellte die Operation ein, es dem Hunger und den Seuchen überlassend, das Begonnene zu vollenden. Wie furchtbar die Gewaltigen des Herrn inzwischen an dem Vernichtungswerk gearbeitet hatten, während Hasdrubal freilich fortfuhr zu prahlen und zu prassen, zeigte sich, so wie im Frühling 146, das römische Heer zum Angriff gegen die innere Stadt überging. Hasdrubal ließ den Außenhafen anzünden, machte sich bereit, auf den Goten erwarteten Sturm abzuschlagen. Aber Laelius gelang es, weiter auswärts von der ausgehungerten Besatzung kaum noch verteidigte Mauer zu übersteigen und so bis an den inneren Hafen vorzudringen. Die Stadt war erobert, aber der Kampf noch keineswegs zu Ende. Die Angreifer besetzten den an den kleinen Hafen anstoßenden Markt und drangen in den drei schmalen, von diesem nach der Burg zu führenden Straßen langsam vor. Langsam, denn von den gewaltigen bis zu 6 Stockwerken hohen Häusern musste eines nach dem anderen erstürmt werden. Auf den Dächern oder auf über die Straße gelegenen Balken drang der Soldat von einem dieser festungsähnlichen Gebäude in das benachbarte oder gegenüberstehende vor und stieß nieder, was darin vor ihm vorkam. So verflossen 6 Tage, schrecklich für die Bewohner der Stadt und auch für die Angreifer, voll Not und Gefahr. Endlich langte man vor dem steilen Burgfelsen an, auf dem sich Hasdrubal und die noch übrige Mannschaft zurückgezogen hatte. Da endlich bat der auf der Burg zusammengedrängte Rest der Bevölkerung um Gnade. Das nackte Leben ward ihnen zugestanden und sie erschienen vor dem Sieger. 30.000 Männer und 25.000 Frauen. Nicht der 10. Teil der damaligen Bevölkerung, einzig die römischen Überläufer, 900 an der Zahl, und der Feldherr Hasdrubal mit seiner Gattin und seinen beiden Kindern hatten sich in den Tempeln des Heilgottes geworfen. Für sie, für die desertierten Soldaten, wie für den Mörder der römischen Gefangenen gab es keinen Vertrag. Aber als nun dem Hunger erliegend, die Entschlossenen unter ihnen den Tempel anzündeten, ertrug Hasdrubal es nicht, dem Tode ins Auge zu sehen. Einzeln entrann er zu dem Sieger und bat kniefällig um sein Leben. Es ward ihm gewährt, aber wie seine Gattin, die mit ihren Kindern unter den übrigen auf dem Tempeldach sich befand, ihn zu den Füßen Scipios erblickte, schwoll ihr das stolze Herz über diese Schändung der treuen untergehenden Heimat und den Gemahl mit bitteren Worten erinnern, seines Lebens sorglich zu schonen, stürzte sie erst die Söhne und dann sich selber in die Flammen. Igrakran. Ein volles Menschenalter nach der Schlacht von Pydna erfreute sich der römische Staat sich der tiefsten, kaum hie und da an der Oberfläche bewegten Ruhe. Das Gebiet dehnte über die drei Weltteile sich aus. Der Glanz der römischen Macht und der Ruhm des römischen Namens waren in dauerndem Steigen, der Augen ruhten auf Italien. Alle Augen ruhten auf Italien. Alle Talente, aller Reichtum strömten dahin. Eine goldene Zeit friedlicher Wohlfahrt und geistigen Lebensgenusses schien dort beginnen zu müssen. Mit Bewunderung erzählten sich die Orientalen dieser Zeit von der mächtigen Politik des Westens, die Königreiche bezwang, fern und nah. Und wer ihren Namen vernahm, der fürchtete sich mit den Freunden und Schutzbefohlenen, aber hielt sie guten Frieden. Solche Herrlichkeit war bei den Römern, und doch setzte keiner die Krone sich auf und prahlte keiner im Purpurgewand, sondern, wen sie Jahr um Jahr zu ihren Herren machten, auf den hörten sie, und war bei ihnen nicht Neid noch Zwietracht. So schien es in der Ferne, in der Nähe sahen die Dinge anders aus. Das Regiment der Aristokratie war in vollem Zuge, sein eigenes Werk zu verderben. Wie eine Eisdecke unvermerkt über den Strom sich legt und unvermerkt denselben mehr und mehr einengt, so entstand diese neue römische Aristokratie. Und ebenso unvermerkt trat ihr die neue Fortschrittspartei gegenüber, gleich der im Grunde sich verbergenden, langsam wieder aus den Ausdehnungen und Strömungen, nichts als wären die Söhne und Enkel der Besiegten von Cannae und die Sieger von Zama so völlig aus der Art der Väter und Großväter geschlagen. Es waren weniger andere Menschen, die jetzt im Senate saßen, als eine andere Zeit, wo eine geschlossene Anzahl alter Familien festgründeten Reichtums und ererbter staatsmännischer Bedeutung das Regiment führt
wird sie in den Zeiten der Gefahr eine ebenso unvergleichlich zähe Folgerichtigkeit, heldenhaft die Opferbereitschaft entwickeln. Entwickeln wie in den Zeiten der Ruhe kurzsichtig, eigensüchtig und schlaff regieren. Zu dem einen wie dem anderen liegen die Keime im Wesen der Erblichkeit und Kollegialität. Der Krankheitsstoff war längst vorhanden, aber ihn zu entwickeln, bedurfte es der Sonne des Glücks. So. Das ist es. Dann auf ein neues irgendwann.